sind Simon und Jens. Captain Slog, Sternzeit 17171101. Heute gehen wir, ja, unter Wasser Algen ernten. damit wir danach mit einem netten, was war es, ein Affe oder ein Pinguin? Ich weiß es nicht mehr. Das war ein Hylotel. Ah, mit einem, ja, einem Hylotel, einem Fischmenschen, denn man meint eigentlich, der hätte genug Zugang zu sowas, aber naja, mit einem netten Fischmenschen verhandeln können, der uns dann die Fähigkeit gibt, uns einen Anzug zu basteln, mit dem wir auf radioaktiven Planeten endlich überleben können. Dann holen wir uns Uran, können die nächste Stufe an besseren Space-Metallen machen und neue Waffen und Ausrüstung und so. Dazu sind wir jetzt, ne, auf unseren Heimatplaneten, wo ja momentan Work in Progress das Space-Resort entsteht. Riser heißt er. Riser 2. So, Jens. Das ist, da bin ich jetzt ein bisschen, das ist G.I. Joe-Physik, das Plankton, sag mal, der Tang fällt um unter Wasser. Es sind halt unter Wasser Bäume, das ist halt das Biom, ist halt ein Biom. Es sollte von der Physik her einfach nach oben, das wäre cool. Ich habe irgendwie Poison bekommen. Also es heißt einfach Poison. Ach so, ja, du kannst halt den Giftschleim, der irgendwo mal rumdoof, den kannst du aufsammeln mit deinem Manipulator. Dann kannst du ihn über andere Leute drüber. Und nebenbei sammle ich immer hier den Ozean auf. Ich habe ja jetzt auch den größeren Materie-Manipulator. Hallo. Du Ozean, was? Hallo. Gotta go fast. Gotta go super Sanek. Super Sanek. Du brennst so ein bisschen. Ja, ich habe so ein Stimpack, wo du dann schnell bist. Gotta go super Sanek. Cool, dann können wir jetzt bald zum ersten Mal auf einen radioaktiven Planeten. Leuchte mir mal. Ich sehe nichts. Baumfeld vor, oder wie ruft man in Deutschland? Eine Kiste. Huch, oh, ein Schnorchel. Ha, wie witzig. Als ob du den bräuchtest mit dem Sauerstoffanzug. Naja. Und vor allem als Blecheimer. Du brauchst eher eine gute Isolierung, dass deine Schaltkreise trocken bleiben. Guck mal da oben, wie putzig. Ich wette, es ist voll aggressiv. Ja, genau, schieß mit dem Raketenwerfer drauf. Beste Idee. Ganz toll. Wie viel Kelp hast du? Man braucht 300. 180. Ich will mal schauen. 208. Dann kannst du hier den ganzen Ozean rasieren. Ich finde es lustig, dass es einfach wie ein Baum fällt. Es macht halt auch exakt dieselben Geräusche. Ja, es ist witzig. So ist das halt. Das ist wie das Eis in G.I. Joe. Du erinnerst dich? Wo sie das Eis in dem ersten G.I. Joe-Film, die Unterwasserbasis, dann zerstören sie die Eisdecke und das Eis sinkt. Ach so, was? Ja, stimmt. Da hatten wir uns ja noch drüber aufgeregt, ich weiß. Ich frag mich, wer sich das, also das muss doch jemandem aufgefallen sein. Mann. Ah ja. Who cares? Scheißegal. Richtig. Bei G.I. Joe geht's um andere Sachen. Ich so, fand ich den ersten nämlich, 300. Sehr wenn, gut. Wenn man den als B-Film betrachtet, fand ich den voll in Ordnung. Ja, ist halt ein ganz normaler Actionfilm. Ein ganz schön schlechter, dummer Actionfilm, aber das ist dann in Ordnung. Es gibt wenig intelligente Actionfilme. Ja, es gibt aber auch Actionfilme, die einfach ein bisschen mehr Anspruch haben. Aber ich finde grundsätzlich bei Actionfilmen ist je dümmer meistens auch immer irgendwie je besser. Ich meine, es ist G.I. Joe, da kannst du jetzt nicht... Ja. Oh, das wird dir... Oh. Ich habe 400 Kelp. Was? Was hast du? Das wird dir gefallen. Ich habe eine Piratenjacke gefunden. Wo? Was? Hier unter Wasser? Hier in der Kiste. Hast du sie gerade an? Nein. Da, nimm sie. Zeig mal. Ich habe einen Sauerstofftank gefunden, ja. Na, wo ist er denn hingekommen? Ah, hier. Oh ja, das ist ja cool.
Nice, Jens. Da brauche ich gar nicht mehr meine coole Lederjacke zu tragen. Jetzt habe ich ja fast das komplette Piraten-Outfit. Sehr cool, danke. Ja. Die hatte ich, glaube ich, auch in unserem ersten Let's Play mal. Guck mal hier. Ist das ein Fisch? Ja, ein Fischhut. Ein Haihut, sehr gut. Das ist auch angemessen für den ersten Mart von Bad Bates Crew. Bist quasi ein Cybernetic Shark mit Laser Eyes und so. Street Shark. Ja, ein Street Shark, oh Mann. Biker Mice from Mars. Ich hatte ein Street Shark Spielzeug. Ich hatte auch ein Street Shark Spielzeug. Was hattest du? Den grauen, den weißen Hai. Ah, ich hatte den Hammerhai. Ja. Und ich hatte dann so einen mechanischen Hai irgendwie. Das war so einer von den bösen Jungs. Von den Bösen, ja. Ja. Das sind 90er-Jahre-Cartoons, die nur einzig und allein deshalb existieren, um Leuten wie genau. uns... Genau, wie halt eben Ninja Turtles. Ja. Der original Ninja Turtles, den die sich da irgendwie bekifft eines Nachts ausgedacht haben, muss ja unheimlich heftig gewesen sein. Definitiv nicht für Kinder. Ah, so von der Gewalt her. Die Raffinerie erstmal machen. Ja, ich gehe jetzt erstmal, ich schwimme jetzt hoch und dann... Geh mal zu dem Typen da. So, jetzt haben wir auch hier die Schnapsbrennerei ist jetzt auch endlich hier. Die Schnapsbrennerei. Ja. Kann ich das alte Erz kaputt machen und jetzt, Ach, ich kann ja auf dein Schiff, du parkst ja über dem... Nee, noch nicht, ich flieg gerade hin. Achso. Ja. Na dann. Cool. Dann fliegen wir aber auch, komm, da machen wir direkt volle Kanne, da fliegen wir in so ein Sonnensystem mit so einem radioaktiven Stern. Sofort. Oder? Sofort, ja, Moment. Warte mal. Saplinge, irgendwelche Dings, Silber kann weg. Ja, schmeiß alle weg. Ich meine, Pixel sind jetzt auch nicht so wichtig. Mhm. Man kann halt später mal so ein paar schöne Pflanzen irgendwo sich da in die Ferien-Resort-Hütte stellen, aber das kann man dann ja speziell machen. Weißt du, muss man ja jetzt nicht alles behalten. Richtig. So. Ab dafür. Kommen Sie, Street Shark. Robo-Shark. Ja, Dr. Shark. Robo-Shark-Nado. Ich hatte vorhin ein Schwert, was so einen kleinen Tornado gemacht hat. Schade, das habe ich schon weggeworfen. Ja, wenn du das jetzt benutzt hättest, wäre das schon was anderes gewesen. Nur das war einfach schlecht, deswegen habe ich es nicht behalten. Das ist sinnvoll. Mhm. So, Kumpel. Nano-Skin. Exzellent. Ja, da oben gibt es eine neue Quest. Moment, haben wir jetzt noch mehr? Nee. Hier oben. Ups. Normalerweise werden noch neue Quests. Ah, genau. Ah ja, das ist hier. Dem müssen wir die Durastil-Rüstung zeigen, um den nächsten Boss zu kriegen. Ja, der lädt uns ein auf eine Feier, auf eine Party. Ja, sicherlich. Sicherlich. Eine Florin-Party. Wir wissen alle, dass die Florins Kannibalen sind. Naja, von mir können sie ja nicht so viel, weißt du? Das ist denen, glaube ich, egal. Die essen alles. Piu, piu. Piu, piu. Kommen Sie rein. Wir fliegen los. Stellen Sie sich ins Cockpit. Seien Sie bereit. Ach, hier sind direkt zwei zur Auswahl. Du hast keinen Sprit mehr. Ich hatte eigentlich noch Sprit. Mal gucken, habe ich noch Sprit im Inventar? Nö, wieso? Und du musst übrigens auch die Radiation... Ja, das wollte ich noch machen, auf dem Weg, aber... Wieso habe ich keinen Sprit mehr? Warte... Machst du Sprit? Wir können auch mit deiner Rostlaube fliegen. Wir können auch mit meiner Rostlaube fliegen. Ich bin vollgetankt, wie immer, wie im echten Leben. Show me my tag. Das hat sich gerade erst mal aufgehalten, oder? Ach was. So. Ich bin vollgetankt. Wo willst du hin? Du wolltest irgendeinen radioaktiven, richtig? Jo, da ist ein Sternsystem in der Nähe. Eins hoch von unserer Konstellation. Ach, Blödsinn. Ich gehe hier Epsilon. Was haben wir hier? Beta Moirai. Wir suchen uns irgendwas schön weit entferntes aus.
Saliman. Mhm. Volle Kanne. Alpha Ortopia. Passt. Tu es. Punch es. Hier, warm and wet. Tropical plant life und. Tropische radioaktive Pflanzen, genau wie ich es mag. Genau. Whisky. Oh, Moment. Poisonous Oceans? Nein. Nee, das ist ihm so irgendwie kacke. Anderes. Alpha Tau 1 Gru. Poisonous Oceans, Fridges. Die sind alle gar nicht so radioaktiv. Ach. So, hier. Irgendein tropischer, ein großer tropischer Planet. Na dann. Punch it, Computer. Hab ich doch schon. Ja, lange. Ich wollte es nur trotzdem, mal sagen. Hier kann man sich ja gar nicht mehr reinstellen. Nein. Wie willst denn du hier kochen da oben? Ja. Junge, ich hau dich. Ja. Na. Ja, warte mal. Ich will mal was malen hier. Guck, das ist ein Smiley. Siehst du? Kannst du ihn erkennen? Naja. Ist schon ziemlich krüppelig. Ich kann auch was anderes malen. Penor. Pernis? Pernis? Ja, eigentlich sollte es ein Vögelchen werden, aber das ist ja... Nee, das geht auch. Das ist, oh, guck mal, das sieht doch richtig schön aus, wie so in der Kindertagesstätte jetzt. Hier ist natürlich... Es ist natürlich Nacht. Ach, wie immer. Oh, das ist ja schön. Das ist ein Blumenplanet. Was für Kindertagesstätten du warst, wo Penis an der Wand waren. Das war... Ja, das ist ja, wie gesagt, deine Interpretation. Warte mal, ist das anderes Holz? Hm? Wahrscheinlich nicht, oder? Ach, Giant Flower heißt es. Die zerfallen. Tatsächlich, Giant Flower Petals. Petals, ja. Whoops, der geht direkt. Ist das ein moderates System? Du musst immer nach dem Schwierigkeitsgrad auch gucken, das ne? Das ist Risky. Risky ist gut. Stern und ein Risky. Wow. Der kotzt Knochen, der Kumpel. Risky Business. Risky System. Ignorier take this, bitch. Doofen Penner hier. Get fucked. Ja, hier ist ein anderes Biom. Was wollten wir eigentlich machen? Wir wollten Uran abbauen. Wir wollten Uran abbauen, ja. Dann lass uns einfach mal nach unten graben. Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen mir die Oberfläche angucken, aber... Okay, ja, können wir auch. Nur ein bisschen. So ein bisschen so einen radioaktiven Planet mal anschauen. Da ist eine Kiste. Und drin ist Chop-Hike, wie auch immer. Mhm. Macht auf jeden Fall Gift-Damage. Okay. Lass ich liegen, ist schlecht. Hui. Äffchen hier. Oh, da unten ist wieder so ein Pylon. Ja. Kommst du aber nicht dran. Lass den stehen, der macht ja eh nur Bullshit. Also der Planet ist extrem groß, wir können hier lange rumdoofen. Okay, ja, gehen wir mal noch bis zur nächsten Kiste oder so und dann... Hey, ist bestimmt oh, Boss. Do it. Ja. Be ready. Moment, ich stell Fackeln auf. Ich stell Fackeln auf und du stellst deinen Raketenwerfer auf. Wunderbar. Schneeballkanone kills you. Wo will er hin? Vielleicht charge der oder so. Was macht er denn? Der kann nur Kung Fu. Ich habe einen Gegenstand bekommen, der heißt Killboy. Killboy? Ja. Nicht zu verwechseln mit Kill Bill. Ist eine Knarre, Einhand. Ah, guck mal hier. Okay. Das ist extrem nutzlos, aber irgendwie cool. Na, wunderbar. Slow-Mo-Knarre. Naja, lass uns mal nach unten graben. Ja, wir graben mal nach unten. Das ist eine Blumenkiste. Wo bist du? Noch weiter? Ah.
Guck mal, ich habe einen Erdbeerhut gefunden. Das ist ja wunderschön. Okay, lieber mal diesen Vogel hier. Blagen hier. Ich bin eine kleine Erdbeere. Komm, wir stellen mal hier ein paar Fackeln auf und graben jetzt einfach nach unten. Genau. Ja. Auf zum Uran. Auf zum Atem. Ich mach mal Lichtsupport. Ich grab mal mit. Geht das bestimmt schneller. Oh mein Gott, Speed! Dieser Speed! Okay, so, jetzt wird's interessant, weil jetzt kommen die immer noch Silber und so ein Scheiß, den kein Mensch braucht. Willst du mitnehmen? Boah, das Ding ist jetzt auf jeden Fall... Oh, und Gronkh durft immer noch rum mit den... Sorry, Gronkh. Durft immer noch rum mit den Pickaxes. Ich kann es gar nicht... Ich würde das nie wieder wollen. Ah, guck mal, was wir hier haben. Es ist Uranium. Und ich habe übrigens einen Silver Drill gefunden auf dem... Na toll. Jetzt hast du wieder Zahnarzt-Sound. Super. Mehr! Mehr Leuchtestuff. Warte mal hier. Das können wir auch noch mitnehmen. Brauchst du für Durastil auch Eisen oder nimmst du da Titan? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Weil Eisen habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Nee, Eisen findest du hier nicht mehr. Ja, da ist wieder. Da ist noch ein Haufen. Schaftarbeit. So, sehr schön. Alles auf einem Haufen hier auf jeden Fall. Get down. Abwärts. Nanu. Ich habe so ein dummes Bild gesehen. Das war von Breivik. Und dann stand unten drunter: Let the buddies hit the fjord. Ist mir gerade eingefallen. Ganz toll. Großartig. Der hatte sich ja aufgeregt, dass er in seiner Zelle in der keine Playstation spielen durfte. Er hat eine Playstation 2, aber keine Playstation 3. Und das ja, fand das geht ja nicht. Das ist ja unmenschlich. Ja, ne? Mensch, der Massenmörder. Wenigstens haben sie ihm keine Wii oder so hingestellt. Soll sich froh sein. Oha. Du siehst extrem dumm aus mit der Erdbeermütze. Ich bin eine Robo-Erdbeere. Ja. Oh, da ist ein Tier in der Wand. Das lass es in Ruhe. Sonst das lassen wir mal da drin, ja. Das macht sonst alles voll hier. Warte mal, ich hab auch noch eine Pickaxe, damit geht's noch schneller. Oh, was leuchtet denn da unten? Das ist ein Pilz, oder? Geh mal, komm, wir graben mal hin. Oh. Du hast meine Fackel kaputt gemacht. Das ist schön. Zahnarzt-Sound. Das klingt, als würdest du in Zahnfleisch bohren. Zahnarzt-Sound und Schleimbiom. Hör mal hin. Ist ja ganz toll. Ist ja wunderschön. Slimeball. Cell Matter. Ah. Oh, ein ganzer Haufen. Das ist echt sehr schön. Ganz toll. Alles, was man braucht, direkt auf einem Haufen. Ich überlege gerade, Titan ist doch gar kein... Titan ist doch eine Legierung, oder? Ja, das ist ja den Leuten in Starbound egal. Offensichtlich, ja. Haben wir ja schon... So mit Wissenschaft haben die es nicht so, mit Metallurgie. Toadie, der Typ von Dwarf Fortress, der hat sich ja Metallurgie-Lehrbücher angeguckt. Halt auch nur auf geringem Niveau, aber er hat es zumindest gemacht. Also die Sachen, die du findest, sind akkurat dargestellt. Du findest Eisen nicht überall, nur in bestimmten... Stopp. Oh, und vor allem in diesem geilen Schleim, ja, ist ja auch Uran drin. Das ist ja richtig geil. Das ist ja fast so gut wie damals die Sandbiome, weil das so schnell geht. Guck mal. Hier sollten wir, glaube ich, ein bisschen weiter graben. Das geht ja mega schnell hier. Na? Ups. Wieder ein bisschen. Ja. Geil. So, Sandbiom Revival. Ja, und vor allem dir fällt die Scheiße nicht ins Gesicht. Stimmt. Hat nur Vorteile hier, der Schleim. Außer der Sound. Ja. Da. Ich hab keine Fackeln mehr. Ich hab noch.
Schleim, Schleim, Schleim. Da unten ist noch mehr so Schleimstuff. Wow! What the fuck? Und das. Oh. Es ist ein uralter Schleimdrache, er hat mich gekillt. Ich bin auch tot. Holy crap! Fuck. Das war ja jetzt ein bisschen zu heftig für meinen Geschmack. Too much. Ich habe ein bisschen Uran, ja. Ich habe auch hier Zellmatter, was auch immer, wofür das auch immer gut sein soll. Ganz viel Uran. Ja, du hast das alles gesammelt, was wir abgebaut haben. Du hast alles gekriegt. Du Sau. Platin. Oh, da kann ich direkt erstmal mein Schiff upgraden. Sparrow Class. Wo ist denn das Dura-Stil? Oh, die Upgrade-Pfade sind anders. Hm? Die upgraden sich nicht gleich. Ich dachte, das erste Upgrade geht einfach nur nach hinten, aber das stimmt nicht. Ich habe jetzt hier oben eine Captains-Kajüte. Meine Burg wird größer. Das ist ja schön. Das gefällt mir. Aber die Farben, ich dachte, er resettet die Farben. Hier ist immer noch alles Folge. Yes. Commander La Carotte ist wieder am Werk. Cool, ich habe auch eine Kanone bekommen. Schau mal rein. Hier. Super. Mein Schiff ist jetzt doppelt so lang. Twice. Dein Schiff, alles andere. Sehr cool. Ey, nice, endlich das erste Schiff-Upgrade. Das ist ja voll gut. Erste Schiff-Upgrade. Warum kann ich hier nicht durchgehen? Du musst das erst kaputt machen, die Absperrung. Ach so, interessant. Ganz festlich aufschneiden und so. Das ist aber witzig. Das finde ich eigentlich, wenn man es so betrachtet, finde ich es eigentlich ganz witzig. Aber das muss ich jetzt aber auch noch festlich anstreichen. Das ist der blaue Raum. Der blaue Raum. Ja. Hast du auch einen Dark Room? Ne, hier mache ich einen Pool rein, weißt du? Und das ist der schwarze Raum. Sehr gut. Pretty nice. Willst du dich wieder runtergraben? Weil ich habe dieses Schleimbiom, fand ich eigentlich echt cool. Eine Sekunde. Ich will nur gerade mal schauen wegen dem Dura-Stil. Ich bin mir nämlich gerade überhaupt nicht sicher, wo das ist. Nee, hier muss es doch sein. Steelbar, Ironbar, Plutonium, Rod, Titanium. Ich habe gar nicht die Möglichkeit, Dura-Stil zu machen irgendwie. Oder habe ich mich da jetzt vertan? Du musst, glaube ich, erst die anderen Sachen noch upgraden. Du musst Magnetic Crucible und so einen Scheiß noch machen. Ach so, da geht es erst. Hast du den schon gebaut? Nee, ich habe gerade einen gebaut, ja. Alright. Jetzt habe ich mich schon gefragt, ob da noch erst was kommt. Gut. Ja, jetzt kommen wir ja langsam in Richtung hier vom Replikator und so, ne? A la Star Trek. Jetzt wird's langsam endlich. Jetzt wird's spacig. Die Flotte stockt auf, Jens. Ich habe jetzt dicke Kanone auf meinem Schiff. Mein Schiff ist doppelt so lang. Und auch du hast jetzt wahrscheinlich. Ich gehe gleich mal vorbeigucken. Mein ist doppelt so dick. Doppelt so dick? Hm? Weißt du Bescheid? Ja, ich brauche noch Uran. Ja, genau. Ein bisschen mehr Uran. Hast du noch ein bisschen Uran? Weil du hast es ja alles abgekriegt. Ja, du hast hier noch Uran und Titan. Ja, oh, das ist ja cool. Okay, bei dir ist es definitiv cooler. So, da bitte. Nimm es in die Hand. Das ist. Uran. Schön. Ich habe doch den Anzug an. Das ist echt cool. Meine Güte. Voll nice. Ich habe doch noch Titan in der Titan in der Tasche. Das gefällt mir ja richtig gut. Da braucht man ja gar keine, gar kein Ferienresort mehr, wenn man sich so eine halbe Space Station hier bauen kann. Im Endeffekt. Das ist ja echt nice. Fliegende Waffenplattform. Also du hast hier auf jeden Fall eine extrem krasse Festung. Sehr cool. Okay, dann mache ich mir auch mal hier so ein Magnetic-Gedöns. So, die Crucible. Damit machst du Erz, genau. Ich finde es ein bisschen lästig, dass man sich immer runter auf den Planet beamen muss. Ja, dass du dich nicht direkt um auf sein Schiff zurückzukommen. Und dann brauchst du noch, warte mal, Magnetic Crucible. So. Robotic Crafting. Da. Genau, und dafür brauchst du Durastahl. Und einen Grappling Hook.
Grappling Hook, dafür brauchst du auch Durastahl. Ja, wir müssen also quasi uns hinstellen und Nahschwoll Durastahl machen. Ja, ich... Aegisalt, das ist wohl das neueste, das neue Topmaterial. Ich auch. Frisonium, Cerulium, ja, jetzt kommen wir in die Gebiete der Progression, wo es interessant wird. Solarium, sind die sich sicher? Die haben es einfach Solarium genannt. Ach du Scheiße. Geil, kann direkt 22 Durastahl machen. Dafür brauchst du was? Uran und Titan, ja. Ja. Nö, da waren wir ja auf dem Planeten gar nicht so verkehrt. Da können wir gleich gerne nochmal hin. Jetzt hau ich mir nur nochmal schnell hier ein bisschen was zusammen. Vielleicht kriege ich es ja jetzt direkt schon hin, so eine... Ich brauche noch Stahl. Für die Raffinerie. Aber gut, andererseits, die hast du, dann ist es eigentlich auch egal. Warte mal. Grappling Hook. Ja, ich kann den Replikator machen. Top, ich kann den Replikator machen. Endlich. Nice, es geht ja hier richtig voran. Holy shit. Wow. So, mit dem ersten Schiffsupgrade kriegst du auch das Wiring Tool. Jetzt kannst du auch die Drills kaufen. Das Wiring Tool mit dem ersten Schiffsupgrade habe ich noch gar nicht gekriegt. Warte mal. Stimmt, du hast recht. Enable Wiring Tool habe ich auch nicht. Achso, meine Güte, es hört ja gar nicht mehr auf. Neue Tech übrigens, ne? Ich habe auch noch eine Tech-Karte, dann kann ich mir direkt holen. Wenn du Karten hast, kannst du. Krass, jetzt kann ich richtig Türen mit Panels und so weiter wiren. Richtig Logikschaltung machen. Ich will erstmal den Replikator angucken. Okay. Es gibt hier die, genau. Und die Drills kann ich jetzt auch bauen. Ground Smash. Sehr geil. Sehr geil, Jens. Bringt genau gar nichts. Hast du Ground Smash genommen? Ja. Damit kannst du halt. Gut, du kriegst. Rocket Jump ist. Du kriegst keinen Fallschaden, wenn du den machst, aber. Ansonsten bringt das auch nichts. Ich könnte auch Boot nehmen, um über Wasser zu fahren. Ja, wir können damit unseren. Super. Naja, ich nehme mal meine Tech-Karte und nehme mir mal irgendeins raus. Ich suche mir einfach mal eins raus. For fun, jetzt wo wir schon so krass viel Progression machen. Oh mein Gott. Okay, Rocket Jump. Hold up and jump for a rocket boosted leap. Ich glaube, ich nehme den Rocket Jump. Denk an Fallschaden. Steht ja extra dabei. Ja. Ist mir bewusst. Ich wollte das nur mal ausprobieren. Nee, warte, ich geh mal auf dein Schiff und beam mich mal von dir aus auf diesen Planeten runter. Ja. Schön hier. So, nach oben und. Oh! Okay. Das ist gut, um aus einer Mine rauszukommen, vielleicht. Aber dann hast du halt keinen Doppelsprung mehr, ne? Hast nur diesen hier. So, runter. Wieder runter? Das war doch ganz produktiv eigentlich. Ja, aber ich glaube, jetzt ist erstmal ganz kurz Storytime angesagt. Ich glaube nämlich, diese Folge ist jetzt erstmal vorbei. Ne? Aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt aufhören. Nö, das bedeutet, dass wir gleich im Untergrund direkt weitermachen. Aber für euch bedeutet das, ihr seht es erst im nächsten Video. Jo, ne? Bis dann, tschüss. Oh, was leuchtet denn da? Oh, eine Tech-Chest.